Ja, Far Cry Primal Folge 8. Wir befinden uns auf dem Weg in Richtung ja, Zauberer Magier. Wir nennen ihn einfach mal. Ich nenne ihn einfach mal Magier. Und in der letzten Folge haben wir gesehen, unser Dorf, ja, wächst und gedeiht. So. Ich bin nochmal sehr gespannt, wie das dann, generell so vonstatten weitergeht, ob man hier noch viel, viel mehr so entdecken kann, als wie jetzt auch so die unbekannten Orte. Ob da. Wow, Alter, diese Ziegen. Ob man da noch ein bisschen mehr entdecken kann, als wie jetzt nur die unbekannten Orte. Ob man dann noch irgendwie so durch die Höhlen wandern kann. Guck mal, da hinten Schiefer sehe ich gerade. Gehe ich mal hin. Kann ein bisschen Schiefer. Ach, guck mal, Schilf. Schilf nehme ich natürlich auch mit. Brauchen wir ja auch. Und Schiefer. Vielleicht erlege ich gleich nochmal eine. Habe ich denn noch genug Pfeile? Ich kann nochmal einen Pfeil herstellen. Eine Keule nochmal. Ich werde mal. Ich gehe mal auf den Bogen, komm. So. Hier ist nochmal Alderholz. Alder. Für unsere Bögen und sowas alles. Glaube ich, brauchen wir das. Hartholz. Tasche für Hartholz fast voll. Ja. Obwohl mit dem Bogen ist gar nicht so intelligent zu laufen, weil wenn wir angegriffen werden von schnellen Tieren, ist, glaube ich, die Keule immer noch momentan so am besten. Oder halt den Speer. Können wir eigentlich auch Fische fangen mit dem Speer? Würde mich jetzt mal brennend interessieren. Können wir eigentlich angeln? Fische angeln? Ach, guck mal, da ist ein Fisch. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Aber unter Wasser kann man kein Speer benutzen. Also glaube ich, kann man nicht unter Wasser. Kann man unter Wasser. Ah, guck mal hier. Fischi. Okay. Also kann man unter Wasser auch nicht angreifen. Da sind schon da. Diese Flieh. Oh, da oben sind Mammuts. Ich möchte ja. Geh weg. Ich möchte mich nicht unbedingt schon anlegen mit Mammuts. Töte die Angreifer und rette die Gefangenen, wenn ja. Ja, das machen wir doch mal eben auf dem Weg zum Wegpunkt. Warte mal. Ja, ist ja gut. So, wir schleichen uns mal. Von hinten an. Von hinten. Dass wir da irgendwie einen besseren Punkt haben. Zum Gucken. Weil momentan. Momentan sehe ich sie irgendwie nicht, weil die ducken sich, glaube ich, gerade etwas. Ich sehe den anderen gar nicht. Wo ist der andere denn? Ist das nur. Was? Wo? Wo ist der? Oh, da oben kommen noch zwei. Scheiße. Fuck, da kommen noch zwei. Mist. Verdammt. Das ist natürlich jetzt blöd, dass da jetzt noch zwei angelatscht kommen. Vielleicht muss ich erst die erledigen. Takedown war R3, ne? Ich probiere das mal. Geht sterben! Ich bin vergiftet! Scheiße! Ich bin vergiftet, Alter! Ich bin vergiftet gewesen. Aber ich konnte mich gut heilen. Ja, gerne doch. Und wir haben XP bekommen, sehr schön. Oh mein Gott, ich habe sie aber nicht gerettet. Verdammt. Mist. Ich wollte eigentlich gar nicht rennen, ich wollte mich eigentlich anschleichen, aber irgendwie ist er losgerannt. So ein Mist aber auch. So, Tierhaut haben wir auch nochmal bekommen. Tasche ist voll, du kannst nichts mehr nehmen. So. Verdammt, jetzt haben wir die nicht gerettet. Ich glaube das nicht. Müssen wir das nächste Mal ein bisschen intelligenter vonstatten. Dass wir das nächste Mal intelligenter machen. Ich finde das total witzig hier mit den Tieren, dass sie sich so jagen. Das macht das irgendwie.
richtig authentisch so hier. Was sind das für Geräusche? Ich. Uah. Lalalala. Wir müssen irgendwie da raufkommen. Ich frag mich nur gerade wie. Weil der Wegpunkt ist in die Richtung. Was? Hab ich jetzt beide erledigt? Was? Aua, aua. So. Tierhaut brauchen wir ja auch. Und Rot und Fell und Fett und alles. Und hast du nicht gesehen? Wir müssen ja sowieso auf die Jagd gehen demnächst. Weil wir unsere Tasche ausbauen müssen. Und es gibt ja auch nachts Tiere. Haben wir ja erfahren, die es tagsüber wahrscheinlich doch nicht gibt. Muss ich jetzt hier rauf oder? Ich gehe mal hier lang. Und da müssen wir wahrscheinlich dann auch mal nachts auf die Jagd gehen. Was war das denn? Was ist denn das? Sind es Affen? Nein, gab es Affen da schon? Nein, oder? Ich weiß es gar nicht. Was? Geh einfach mal straight hier den Weg lang. Ach, guck mal, da taucht schon das Symbol auf. So, da sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich glaube, wenn man das auf schwer spielt, ist es schon ein bisschen kniffliger. Wir sind ja bisher einmal gestorben, Gott sei Dank. Aber das war eine Dummheit von mir, weil ich, ja, gefallen bin. Eigentlich wollte ich gar nicht springen. Was ist das denn? Was war das hier? Ich konnte hier irgendwas... Ach, hier, haben wir ja. Aha, Bestienmeister. Finde den Leitwolf und zähme die Bestie, damit sie an deiner Seite kämpft. Ah, okay. 750 XP-Belohnung und natürlich... Die Eule. Drücke Touchpad nach oben, Quatsch, Digipad nach oben, um die Eule zu rufen. Deine Eule kann aus der Luft Feinde markieren. Du kannst deinen Jägerblick auch im Fliegen einsetzen, wenn du R3 gedrückt hältst. Du kannst neue Fähigkeiten für deine Eule im Fähigkeitenmenü freischalten, indem du die Hütte des Schaman in deinem Dorf erreichst. Ja, dann rufen wir mal die Eule. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal den Dings finden, den Wolf. Den Leitwolf. Die Frage ist natürlich, wo ist er? Wahrscheinlich da. Ist gar nicht so einfach. Da unten. Töte die Wolfsjäger der Udam. Okay, die müssen wir töten. Schon mal gut zu wissen. Die haben wir jetzt auch markiert. Ich kletter mal hier hoch. So. Und dann werde ich natürlich praktischerweise den Bogen auspacken, weil das ist natürlich viel, viel besser. So, und jetzt werden wir mal in den Schleichmodus gehen. Und ich hoffe, das klappt besser wie... Wie vorhin. Okay, das sind so, wie es aussieht. Sind das zwei oder sind das... Ne, drei. Einer hat so einen Blitz auf dem Kopf. Und zwei so Art Schildsymbole. Ich vermute mal, der mit dem Blitz wird wahrscheinlich so ein Typ sein, der einen vergiftet. Deswegen wäre es doch schön, wenn wir den als erstes töten könnten. Also als erstes um die Ecke bringen. Wenn wir doch aus der Ferne schießen und treffen, dürfen die uns doch eigentlich normalerweise gar nicht sehen, oder? Das Problem ist, ich sehe nicht... Ich glaube, ich würde von hier, glaube ich, auch gar nicht treffen. Ich muss noch einen Punkt finden, wo ich ein bisschen näher dran bin, aber auch... Na, hier ist natürlich super, hier sehen sie mich wahrscheinlich sofort. Versuchen wir mal, den Kopf zu treffen. Sie haben mich noch nicht gesehen, oder? Sie wissen zwar, woher es kommt, aber...
Sie haben mich noch nicht gesehen. Das ist schon mal sehr gut. Sie suchen. Sie suchen definitiv. Jetzt haben sie mich gesehen. Aber dafür ist nur noch einer da. Verdammt. Du brauchst dich gar nicht im Busch verstecken, du Buschmann. So, Entschuldigung. So, benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Ja, sofort. Wir müssen kurz gucken, wo war der? Der müsste hier gelegen haben, oder? Holzpfeil haben wir aufgesammelt. Ich würde gerne meine Pfeile wieder mitnehmen. Und natürlich nochmal durchsuchen, ob wir vielleicht was finden. Aber, okay, da ist nochmal ein Holzpfeil. Okay, sehr schön. So. Wir müssen jetzt einen Köder herstellen. Guck mal an, da brauchen wir Fleisch für. Oh, das ist natürlich okay, weil wir brauchen ja auch Fleisch zum Eschen. Machen wir direkt mal 6 Köder. So, folge der Blutspur in die Wolfshöhle. Halte R3 gedrückt, um deinen Jägerblick einzusetzen. Ah, hier lang. Da hängen... Sind das Speere? Huch. Pfeile. Das ist nochmal ein Speer. Brauchen wir aber nicht. Huch. Ah, wir haben es erledigt. Erlegt. Erledigt auch. Ein bisschen Wildschwein brauchen wir, glaube ich, auch mal wieder. Ein bisschen Fleisch. Wildschweinhaut, Tierfett. Ist doch super. Tasche für Tierfett fast voll. Das ist nämlich dann auch das, was wir brauchen für unsere Keule zum Anzünden. Wölfe sind nah. Ich glaube, das ist hier unten. Kann das sein? Ja. Da ist die Höhle. So. Sie haben ja... Die Wölfe haben ja Angst vor Feuer, ne? Pass mal auf. Bestien, Köder und Zähmen. Stelle Köder im Waffenrad her. Halte L1 gedrückt und markiere den Köder, um Infos zu erhalten. Wirf den Köder mit R1 aus, um die Bestie anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam, während es frisst. Und halte Viereck gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Drücke Digipad nach rechts, um deine gezähmte Bestie anzusehen. Also langsam müssen wir uns nähern, während es frisst, und dann Viereck drücken. Ach, halte. Halte Viereck gedrückt. Na, das wird ja lustig. Das kann ja interessant werden. Ich würde gerne... Drücke R1, um den Köder zu werfen. Und den Weißwolf zu nähern. Ich soll mich langsam näher und nähern und Viereck drücken. Ich glaube... Ist er schon fertig mit Fressen? Wie lang? Ich kann diese Bestie zähmen, aber wie lange frisst er denn? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Jawohl. Yeah. Oh, du bist ja ein Süßer. Oh, du bist ja ein ganz feiner. Jo, du bist ja ganz... Oh, ist der niedlich. Oh, ist der niedlich. Bestienkontrolle. Du kannst deine Bestie auf ein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen lassen. Ziele mit L2 und drücke R1, um einen Befehl zu erteilen. Wenn deine Bestie verwundet wird, gehe an sie heran und halte 4 gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Wenn deine Bestie stirbt, kannst du sie im Bestienmenü wiederbeleben oder eine weitere Bestie zähmen. Okay, krass. Kann ich denn jede Bestie zähmen? Oh, man kann sogar streicheln. Oh, Mia, du bist ja ein ganz feiner. Du bist ja ein ganz feiner. Du bist ja ein ganz feiner. Hm. Wie nennen wir ihn denn? Hast du jetzt gerade gepinkelt? Na, du bist ja ein ganz feiner. Ach, du fein gemacht. Töte die Udam in der Nähe. Halte L2 gedrückt und drücke R1, um die Bestie auf sie zu hetzen. Da hinten. Das. Huch. Wie nennen wir ihn denn? Hm. Bin gerade überlegen, wie wir ihn nennen.
Wir nennen ihn einfach mal Mikey. Hey Mikey, komm Mikey, komm Mikey, komm. Komm Mikey. Komm Mikey, ich habe eine Aufgabe für dich. L2 gedrückt halten. Halte L2 gedrückt. Und drücke R1, um die Bestie auf ein Ziel zu setzen. Okay, das probieren wir jetzt mal aus. Da unten sind Ziele. So, befiehl den Weißwolf, die Udam zu töten. Halte L2 gedrückt, drücke R1, um die Bestie auf ein Ziel zu setzen. Halte, um die Bestie zurückzurufen. Okay. Ach, wie geil. Ja, Mikey, los! Los, Mikey! Los, Mikey! Los, Mikey, tu was! Haha. Ja. Hast du fein gemacht. Bestienmenü. Drücke Digipad nach rechts, um das Bestienmenü zu öffnen und alle zähmbaren Tiere einzusehen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder deine derzeitigen Begleiter wegschicken.